schaffe ich es heute, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, einmal eine Qualifikation zu packen und zum anderen endlich hier am Ollen Windenbach die Barsch Trophy zu fangen? Tja, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Also, ab auf die Socken machen. So, und da sind wir schon angekommen hier am Campingplatz. Ich hoffe, dass hier ein bisschen was geht. Wir haben hier viel Fläche. Und dann schnappe ich mir erstmal meine Route und wir bauen das Kickback-Rig zusammen. Also, wir brauchen für den Barsch eigentlich nicht ganz so ein dickes Vorfach und nicht so eine ganz dicke Schnur. Das heißt, wir gehen hier einfach mal ein bisschen leichter vor. Wie gesagt, so ganz dicke Brocken brauchen wir ja nicht. Wie passt das denn von den Metern? Ja, ist natürlich immer noch komplett übertrieben hier. Aber ich möchte auch nicht, dass dann ein Hecht zum Beispiel reinballert und mir was wegbeißt. Von daher gehe ich doch nochmal ein bisschen übertrieben hier mit 15 Kilo dran. Und jetzt nehmen wir hier die Kickback-Rig-Montage, die wählen wir erstmal aus. Dazu brauchen wir natürlich einen Dropshot-Blei. So sehen die Dinge aus. Wir nehmen mal ein entspanntes hier mit 10 Gramm. Und dann kommen diese Offset-Haken noch dazu. Nehmen wir mal in Größe 1, schön groß, dick und fett. Und für Barsch funktionieren eigentlich immer ganz gut hier die Maggots. Von daher teste ich jetzt einfach alle Farben einmal durch. Und ich bin gespannt, ob das schon direkt funktioniert. Also wir wählen mal hier so diese Richtung aus. Einholgeschwindigkeit machen wir mal, ja, ich denke mal so eine 30 könnten wir schon gebrauchen. Und dann einfach kurbeln. Eine Umdrehung komplett. Bisschen warten. Ja, aber, ja, doch, geht schon los. Also Kickback-Rig braucht immer so ein bisschen mehr Schwung sozusagen. Ein bisschen mehr Meter einkurbeln. Das war zu lang gewartet. Oder vielleicht einfach zwei Umdrehungen machen. Je nachdem, welche Rolle man gerade hat, wie groß die Rolle ist. Und dann zieht man den so durch und schon hat man ja hier unten die Jig-Führung stehen. Aber das ist wie gesagt bei Kickback immer ein bisschen schwieriger als bei der normalen Jig-Montage. Oder auch schwieriger als auf diesen, auf Carolina Rig oder Texas Rig. Ja, und dann heißt es hier eigentlich durchziehen. Ich hoffe, da geht ein bisschen was. Ich würde natürlich auch noch andere Brocken mitnehmen. Also alles andere, außer einen ollen Barsch, nehme ich natürlich auch gerne mit. Aber bisher hat sich da noch nichts getan. Vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen schneller durch. Gehen wir mal auf eine 45 sogar. Erstmal nur eine Umdrehung. Man sieht es ja auch immer so ein bisschen an der Schnur. Die hebt sich dann halt immer so ein bisschen an. Und sinkt wieder ab. Aber auch da merke ich, nee, ja doch knapp. Eine Umdrehung, knappes Ding. Ich glaube, besser anderthalb bis zwei Umdrehungen. Einfach, um da auf Nummer sicher zu gehen. Ja, und wie wir sehen, der Köder funktioniert gerade nicht. Ich glaube, ich teste jetzt nochmal eben eine Handvoll Köder, welche Farbe am besten gerade funktioniert. Und dann ziehen wir hier schön, hoffen wir es, ein paar fette Barsche raus. Ist Rot gerade die Farbe, auf die der Barsch steht? Es ist ja echt immer die große Frage, welche Farbe triggert den Fisch? Mit welcher Farbe packt man ihn? Die Methode ist dann, ja, vielleicht auch noch mit entscheidend. Aber ich denke auch mit einer anderen Jig-Methode und einem anderen Rig könnte ich hier auch auf Barsch gehen. Aber wir müssen ja von der Qualifikation her beim Jiggen einen Barsch fangen. Und da haben wir natürlich hier, fangen Sie einen Barsch in Trophäengröße mit dem Kickback-Rig. Das haben wir hier halt noch offen für Qualifikation 2. Eigentlich relativ simpel, weil man eben auch sehr viele Barsche auch als Trophys gerne fängt. Ich würde ja normalerweise auch für die Qualifikation alleine
würde ich ja auch am ehesten zur alten Festung gehen. Gerade so im unteren Bereich, unterhalb der Festung, wo es dann da auch in Richtung von diesem Fuß da unten geht, diesen Seitenarm, diesen Seitenbereich. Da macht das eigentlich auch nochmal Sinn, schön auf Barsch immer zu gehen. Wenn es hier partout einfach nicht klappen will am Windenbach, werde ich das da auf jeden Fall auch noch erledigen. Alter, doch noch was reingegangen. Und ich wollte schon sagen, Alter, jetzt ist hier gerade, jetzt ist erstmal Ende hier. Nee, der kriegt erstmal einen ollen Wels dran. Wer will denn sowas? Abgefahren. Also, wir müssen das, glaube ich, jetzt ein bisschen verschieben. Ich denke nicht, dass es in der Nacht jetzt hier noch so wild wird. Beziehungsweise, ich werde natürlich noch weiter rumtesten. Aber das ist natürlich jetzt, ja, das habe ich gedacht, das ist fast meine Sorge gewesen, dass jetzt hier in der Nacht Quappen und Welse dran gehen. Die kann man ja auch schön jiggen. Zack, wieder was dran. Und vielleicht auch Zander, guck mal da. Auch nicht schlecht. Aber eben wenig Barsche. Und ich hatte auch schon gedacht, dass ich vielleicht nochmal eine andere Stelle nehme. Vielleicht so in dem Bereich hier nochmal teste. Weil hier hat sich bisher so richtig barschig noch nichts ergeben. Zack und raus damit. So, neuer Spot, neues Glück, neue Ködergröße. Alles neu. Gerade schon den ersten schön gezogen. Etwas kleinerer Haken, etwas kleinerer Köder. Sieht so ein bisschen aus wie so ein durchgekauter Kaugummi. Aber der erste Barsch war auch schon dran. Und jetzt muss er bloß noch groß genug werden, der Barsch. Und dann lüppt er doch hier. Zack, da geht doch noch einer rein. Ja, mittlerweile haben wir schon die frühen Morgenstunden hier. Es gibt ein paar Barsche jetzt hier an der Stelle. Auch mit dem aktuellen Köder, den ich gerade dran habe. Ich zeige es nochmal eben. Oder gleich nochmal eben vom Set her, wie ich es geändert habe. Aber richtig genial und richtig gut lüptet noch nicht, ne? Vielleicht muss ich dann doch mal aufgrund hier oder mit dem Wecki-Wurm nochmal auf Barsch gehen, um den dann hier am Windenbach abschließen zu können. Mein Traum wäre es ja gewesen, schön zwei Fliegen mit einer Klappe, einmal die Quali zu machen und einmal die Barsch-Trophy. Das wäre es natürlich für den Windenbach hier. Oder ich muss dann doch nochmal jetzt gleich eine dritte Stelle testen. Noch haben wir ja den frühen Morgen, da kann halt noch ein bisschen was gehen. Was aber schon mal ganz gut funktioniert hat, ist dieser Köder, beziehungsweise dieses Set sozusagen, relativ kleiner Sechserhaken, den Quicker dabei. Vielleicht könnte ich sogar vom Vorfach nochmal ein bisschen dünner gehen. Gehen wir mal so auf 9. Probieren wir das nochmal aus. Einfach doch nochmal ein bisschen zarter, ein bisschen feiner dran. Bremse nicht ganz so hoch. Ich hoffe nicht, dass jetzt ein dicker, fetter Hecht vorbeikommt. Wobei bei 9 Kilo, 4,5 Kilo Hecht, der wird hier wahrscheinlich nicht vorbeischießen. Eher unwahrscheinlich. Ja, und dann teste ich gleich nochmal die dritte Stelle. Gucken wir da gleich mal, ob denn da dann doch nochmal was auf Barsch geht. Und ansonsten bin ich tatsächlich auch erstmal durch damit. Dann habe ich aber auch lang genug probiert. Ich war jetzt hier die ganze Zeit. Hier habe ich jetzt auch schon mehrfach probiert und eine längere Zeit. Und jetzt geht es gleich nochmal hier oben hin. Und dann testen wir da noch ein bisschen weiter. Tja. Der Barsch. Er lässt auf sich warten. Und auch das hier ist zwar ein schöner Brocken, aber immer noch keine Trophy. Ob ich die überhaupt noch kriege, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich stehe jetzt hier schon ewig und ewig. Ich glaube, fetter werden sie nicht. Katastrophe. Schön am Durchjiggen. Also die Frequenz ist da.
Die Barsche ballern rein. Schön. Auch jetzt, ich habe nochmal wieder umgestellt auf ein bisschen größer. Auch wieder auf dem Einserhaken. Und dann auch da den Quicker wieder drauf. 4,5er 007. Zeige ich auch gleich nochmal eben. Aber bisher noch keine Barsch-Trophy gefangen. Katastrophe, Alter. Aber ich mache mir auch keinen Stress. Immer mal wieder probieren. Und vielleicht läuft ja irgendwann mal wieder irgendwo in einem Barsch-Spot, so ganz wild. Irgendwann kriegt man das. Irgendwann macht man die Trophy und irgendwann vollendet man auch sein Fangbuch an den Gewässern. Ich mache mir da keinen Stress. Das wird schon. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Genau, hier ist der Quicker 4,5007 mit einem Einserhaken groß. Kleineres Vorfach jetzt hier naja, nochmal drauf gehabt mit 9 Kilo Tragfähigkeit. Ganz so weit runter würde ich hier nicht gehen, weil es hier immer noch die Gefahr gibt, dass natürlich auch ein Hecht reinballert. Ja, normalerweise könnte man auch mit 4 Kilo oder sowas hier rumhantieren. Wobei so ein 4 Kilo, ja, so eine 4 Kilo Schnur ist schon ein bisschen knapp. Ich sag mal so, Hechte mit 2 Kilo sind hier schon gerne dabei und die würden höchstwahrscheinlich die Schnur dann auch durchbeißen. Also, ich würde sagen, das war's soweit erstmal zum Kickback Rig. Leider keine Barsch Trophy gefangen. Ich konnte leider nichts reinschneiden. Ich weiß nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Aber offensichtlich keine Barsch-Trophy gefangen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Barsche waren da. Barsche satt. Waren also genug da. Aber keine Trophy. Naja, also weiter ausprobieren. Schön die Qualifikation machen. Trophy Barsch. Und ich brauche, wie gesagt, hier noch den Trophy Barsch am Windenbach. Von daher muss ich es hier noch weiter durchziehen. Petri, ihr Lübbels, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Immer um 19 Uhr jetzt, montags, mittwochs und freitags. Haut rein.